sind wir aber wirklich die zwei. Spart euch eure Drohungen! Ihr seid Baals Blut nicht würdig. Nur ein Drache darf die unsterbliche Essenz des Fürsten des Mordes in sich tragen. Ein Drache, nach allem, was man so hört, seid ihr nichts weiter als der Wasser in der Promenadenmischung. Ihr sprecht wie euer Sohn Drakon, es ist von mir ein Vergnügen, ihn zu töten. Ich freue mich schon darauf, die Reichen von eurer bösartigen Existenz zu befreien. Diese unverschämten Worte sollen eure letzten gewesen sein. Okay, wie viele Exen alle sind werden hier? Leiden. Nur noch die eine. Ich warte. Abbasiga muss daran gehindert werden zu gehen, okay. Ihr habt es so gewollt. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Nee. Okay. Das heißt, der eine packt da oben fest. Den kann ich also getrost ignorieren. Nur den zweiten nicht. Den da. Euren Befehl. Okay, für die halten. Vita Mortis Aria. Vita Mortis Aria. Okay, wir sind voll geheilt. Na, Minz und Keldon sind gut dabei, Talis einzuholen, was die Lebenspunkte angeht. Du bist auf Kasumir plus 6, das ist gut. Ja. Nee, das machen wir anders. Okay, okay. Ich habe keine so guten Pfeile. Scheiße. Aber ich habe gute Schleuderkugeln. Das heißt, die Mol muss mit denen vorlieb nehmen, leider. So. Folgt nur. Buffzeit. Bacho, Bacho, Ferre. Der Stärke. Vita, Mortis. Vita, Mortis, Vita, Mortis. Vita, Mortis, Vita, Mortis. Fragt nur. Was da? Ali, ja. Auch eine magische. Minsk und Bo. Allzeit bereit. Du Steinhaut. Du spuck es aus. Steinhaut. Auf geht's. Ja? Du Schutz vor dem Bösen. Manas potentis. Ja, okay, da hat er genügend Segen schon nachgelassen. Ist was los? Okay.
Manas. Ich bin Potentes. Manas. Potentes. Zeit aufzubrechen. Ein Volk erzählen von solche Geschwasternis. Vacho. Vacho. Verteidigungskoordination und dann von den Streichen. Gut. Ich warte. Was immer ihr wünscht. Willkommen. Spart euch eure Drohungen. Diese unverschämten Worte sollen eure letzten Gewinnung sein. Ich werde euch erledigen. Benutzt mal den Zauber aus. Die Schmerzen überhaupt ihr einen Plan. Ja, wie ihr wünscht. Oh. Führt mich an, mein Freund. Ja, wenn ihr es wollt. Okay, falsch gesichtet. Jeder Hamster hat mal seine Lieblingsruf. Ich verstehe. Beschwörung. Noch mehr Beschwörung. Ja. Dämonen kann auch was beschwören. Bacho. Ah, ich hab vergessen, Furcht, Schutz vor Furcht anzumachen. Kein Problem, können wir sprechen. Ja? Keine große Herausforderung. Willkommen. Spart euch auf diese unverschämten Worte, sollen eure letzten gewesen sein. Immer ich kann. Oder benutzen wir gleich die großen Sachen wie Tor. Ja. Und unsichtbarer Pirscher. Schon erledigt. Du heilst dich gleich mal selber groß. Was kann ich tun? Stunde wird noch kommen. Ich warte auf euren Befehl. Konzentration wurde unterbrochen. Das nächste Ja. Ich bin bereit. Oh, jetzt kann ich den Lager aufnehmen. Hey, Abbas, egal. Nein, das kann nicht sein. Das großartige Licht meines Lebens, ausgeblasen von diesem jämmerlichen Mann. Aber ihr solltet wissen, dass euer Sieg nicht von Dauer ist. Okay. So wisse denn, bevor ich sterbe. Ihr Narren, ihr wurdet benutzt und verführt. Ihr sollt die Wahrheit erfahren, gegen die ihr euch so wenig gezeigt habt. Das sollte nicht sein. Okay. Zurück im Einsprengsel. Ah, Melisa, ihr seid also in mein Kloster zurückgekehrt. So ist es, Balthasar. Ich brauche eure Genug. Ich weiß, was in Zarathustra geschehen ist. Und ich weiß alles über die Baalbrut. Es ist ein Unglück, aber ich kann euch alles erklären, alter Freund. Nein, ihr zwingt mich jetzt, das Zeichen zu geben. Es ist Zeit für euch zu sterben. Was? Was tut ihr da? Ihr seid kein Kind Baals, Melisan. Euer Weg endet hier. Dafür werde ich schon sorgen. Meine Brüder ergreift sie. Ja, wir haben uns schon gedacht, dass Balthasar böse ist. Das heißt, Balthasar ist Nummer 6. Ich grüße euch erneut, Gottkind. Ihr nähert euch der Erfüllung eures Schicksals. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis die Dinge sehr kompliziert werden. Sicher nicht noch komplizierter, als sie ohnehin schon die ganze Zeit waren. Unsinn, diese andere Baalbrut hat gegen mich keine Chance.
Kryptonen sind niemals kompliziert. Bald werde ich über alle herrschen. Dann wäre ich für jede Art von Hilfe, die ich von euch bekommen könnte, dankbar. Ich hoffe nur, dass ich bei allem nichts aus dem Augen verliere, was gut und gerecht ist. Das klingt am besten. Wir werden ja sehen. In den letzten Tagen habt ihr gegen Brüder und Schwestern gekämpft. Ihr habt gut gekämpft und gegen die Streitkräfte bestanden, die sie gegen euch eingesetzt haben. Ihr habt bereits viel erreicht. Ja. Die mächtigsten Kinder Baals haben sich schon vor etlichen Jahren zusammengeschlossen. Ihr kennt sie als die Fünf. Zusammen, so hofften sie, würde ihre Macht ausreichen, alle anderen zu zerstören. Aber was ihr nicht wisst, ist, warum. Ihr wisst nicht, welchen Zweck eure Geschwister mit ihren Taten verfolgt haben. Ihr habt vielleicht eine Ahnung, aber ihr sollt die Wahrheit von den Lippen eines Wesens erfahren, das ihr ermordet habt. Ich habe niemanden ermordet, ich habe nur gewirrt. Warum ruft man mich? Warum stört ihr Yagashura? Der schon wieder. Ihr werdet eure Aktionen jenem gegenüber erklären und rechtfertigen, der euch getötet hat, Geist. Wenn ich von diesem getötet wurde, dann schulde ich niemanden etwas. Doch. Egal. Ihr werdet unsere Fragen über die Fünf beantworten. Aha. Die Fünf? Yagashura schuldet ihnen etwas. Das stimmt wohl. Gut. Ich werde sprechen. Man hat mich angesprochen, während ich noch im Tempel war. Während mich die alte Hexe noch in der Macht Baals unterwies. Die mächtigsten der Baalbrut würden sich zusammenschließen, so sagte man. Gemeinsam würden wir alle anderen besiegen. Yagashura hat den anderen nicht vertraut. Hat sich gedacht, dass sich die Baalbrut früher oder später gegeneinander wenden würde. Hat sich gedacht, dass er vielleicht stärker als die anderen ist. Aber nicht stärker als alle anderen gemeinsam. Ich habe mich also angeschlossen. Habe eine Armee aufgestellt. Wir haben so viele von der Baalbrut abgeschlachtet, wie wir konnten. Wir warteten darauf, dass sich genug Essenz im Abyss ansammelt. Für Baal, den toten Gott und euren Vater, auf dass er auferstehen möge, wie er es vor seinem Tod geplant hatte. Ah ja. Und wir würden zu seiner Rechten sitzen. Alle fünf. Das hat man uns versprochen. Wir würden als Halbgötter leben und mit unserer unermesslichen Macht über Ferun herrschen. Es war wert, es zu riskieren, meint Yagashura. Die Fünf haben also versucht, euren Vater wiederzubeleben und zu Halbgöttern zu werden. Was bedeutet das für euch, Gottkind? Recht wenig. Ist es das nicht ohnehin das Ziel aller Kinder Baals, egal was auf dem... Egal, jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Es bedeutet, dass ihr Plan gescheitert ist und ich stattdessen herrschen werde. Es bedeutet, dass der Plan gescheitert ist und der Baal das bleiben wird, was er ist, tot. Eigentlich dachte ich, sie hätten etwas ganz anderes vor, aber das ist jetzt auch egal. Jetzt ist es ohnehin vorbei. Nehmen wir mal die drei. Ha! Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, dass die Fünf schon besiegt sind. Von allen Kindern Baals, wer hat da wohl den größten Anteil an seiner Essenz? Ohne Zweifel doch ihr. Aber wir Fünf ebenfalls. Okay. Wie viele der Fünf habt ihr getötet? Mich? Ilasera? Vermutlich Abasigal und auch Sendai. Das ist eine ganze Menge Essenz. Und noch immer existiert ein Kind Baals. Ach, Ilkan gehörte nicht dazu. Stimmt, Yagashura hat ihn ja belagert. Ilasera war die erste am Anfang von Throne of Baal, die uns im Wald aufgelauert hat. Abasigal und Sentai haben wir jetzt gerade besiegt, als letztes, und ihn natürlich. Also fehlt noch ein Kind, Balthasar. Ja, Balthasar, ihr meint etwas erreicht zu haben, na? Ihr habt nur erreicht, dass sich Baal in seinem Schlummer geregt hat. Er steht jetzt kurz davor zu erwachen, als jemals zuvor. Er steht jetzt kürzer davor zu erwachen. Das letzte Mitglied der Fünf existiert noch immer, Gottkind. Und euer Vater regt sich bereits. Was gedenkt ihr zu tun? Nun, da werde ich halt noch Balthasar und Wilhelmus auch Baal aufhalten müssen, ne? Balthasar kann mich nicht daran hindern, den Platz einzunehmen, der mir zusteht. Mein toter Vater kann es ebenso wenig.
Ich würde mich ja am liebsten einfach umdrehen und gehen, aber ich habe wohl keine Wahl, es weiterzumachen. Wenn ich Balthasar töten könnte, bevor er Balbi wieder weg, würde ich mich am liebsten überhaupt mit meinem sogenannten Vater herumschlagen. Ich kann meinem Vater viel besser dienen, als es ihm jemals möglich wäre. Schlachten, Metzen, zerstören, was sich halt gerade anbietet. Ah, die vier klingt am vernünftigsten. Lieber Bal dich auf die Welt loslassen. Dann geht euren Pfad weiter, Gottkind. Wir werden uns bald wiedersehen. Okay. Gut, wieder ein Tor offen. Plötzlich ist mit wunderbarer Gewissheit, dass der hinterliegende Raum eine Herausforderung birgt. Ja, den Satz kennen wir ja bereits. Speichern hier einfach, bevor ich Abbasigal plündere. Das ist jetzt LP020. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.